Koch mein Menü ist die Sendung, wo zwei Gäste das Menü vom anderen Kandidaten müssen kochen. Das ohne Rezept. Am Schluss wird probiert und benotet. Heute bei Koch mein Menü. Mein Name ist Marco Gurtner, ich bin Slam-Poet, Podcaster. Ich mache eigentlich alles, wo man schnurrt dabei. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst noch. Ich bin der Matthias Schenk, ich spiele bei Death by Chocolate, Hello Cleveland, The Fabulous Gypsy Dicks, mega viele Bands. Und moderiere noch bei SRF 3 und habe unter anderem einen Podcast mit dem hier. Du bist so ein Suppenhuhn. Selber. Okay. Tschüss. Ciao. Ich koche mega gerne, einfach nicht so viel für mich, sondern eher für Leute. Ab und zu schaue ich schon so eine Kochshow oder eben schaue mal irgendwie so eine Masterclass oder so. Das dann schon. Aber ja, eben nicht zu umsetzen, ist immer so das andere. Kocht die schöne, feine Rande. Pastinaken, andere Rüebli. Chili und zwei Zitronen. Fleisch macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich koche eigentlich nie mit Fleisch. Dann verholst du das teure Fleisch oder so. Darum habe ich immer so ein bisschen von Fleisch. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich kein Rezept habe. Sieht relativ easy aus, aber ich weiss jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie dass ich das Zeug alles kombiniere. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das kommt. Hallo Messi, so. Du kochst jetzt gleich das Go-To Randenfusilli. Das ist etwas, was ich viel mache, darum kann ich das so. Ich habe es sehr gerne, wenn die Pasta wirklich gut al dente ist, gell? Nicht da Zeug verkochen und so. Viel Spass. Schaffe. Rande habe ich schon früher immer sehr gerne gehabt, weil man, wenn man viel gegessen hat, immer rot hat, ein bisschen nehmen. Grüße, du Fleischvogel. Also, lass jetzt. Hackbraten, wie ihn die Mutter macht, gell? Herdöpfelstock, wie ihn der Vater macht. Und das Gemüse schmoren. Einfach, wie es du würdest. Sehr gross. Oh shit. Ich habe noch nie Hackbraten gemacht. Wird schwierig, wird schwierig. Gering ankommen und kochen. Ich habe noch nie in meinem Leben Rande in Pasta da. Aber stell mir das irgendwie noch geil vor. Güsche. Güsche Marco Bocuse Junior Güsche. Es schauen sicher Leute zu und denken so, oh nein, was macht er? Wieso weiss der Bub nicht, wie man Hackbraten macht? Jetzt habe ich die Milch da drin. Ich habe das Gefühl, das muss man jetzt so ein bisschen einweichen, aber das ist noch ein bisschen wenig. Gusch hat noch ein bisschen etwas zu reingelassen. Sorry, Gusch an dieser Stelle. Hey, also das ist krass. Noch nie in so einer Küche gestanden. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Das Gute ist ja, der Mattu isst das ja näher. Fällt mir jetzt gleich ein. Das ist ja gar nicht ein. Ja. Oh nein. Und ich sage einfach immer genug. Immer genug Öl nehmen. Geschützt nicht schauen. Einfach wirklich genug Öl. So. Im Grunde genommen frittieren wir jetzt hier. Ja, die Hitze, wir weisen nicht zu gross, die Hitze. Aber schon ein bisschen. Ich mache es sicher auch ultra falsch. Ich glaube nicht, dass wir das so machen müssen, mit dem Anbräteln. Schauen wir mal dem kleinen Chili hier zu, wie es hot wird. Ich merke, ich muss die Herdöpfel auch noch schälen. Das habe ich noch etwas weniger gerne als Rüebli schälen. Scheiße. Das schießt wirklich nur eine Einmal an, ganz ehrlich. Ah, wie hier das Sizzle. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Mattu einfach so mal den gemütlichen Mäntel einfach so ein bisschen kocht. Strappa, Soleda, Ricky Udi! Heißt so viel wie alle zusammen. Jetzt nehmen wir hier mal den Braten raus. Es gibt ja saubere Platten, habe ich das Gefühl. Abgießen, nicht wahr? Du sind drei. Das alte Gorgonzola, Maldi, der braucht schon so 200 Gramm Gorgonzola. Oh, okay. Fast ein bisschen angehockt, aber noch getrained.
Gösche, bist du nachher? Er muss nachrichten. So. So. So, oder? Voilà. Ich habe es ein bisschen schöner vorgestellt, ehrlich gesagt. Oh, Scheiße. Ich kann es so wie einen Drink machen, ein bisschen Party-Laune. So. Ist jetzt im Gürtel sein Party-Tower. Sehr zum Wohl, gell? Sehr zum Wohl, Göscheli. Kopf Telisier. Merci, gell? Ja, merci dir. Zarte. Du, ein guter. Ja. Genieß es. Ich bin gespannt. Das ist das Zitronenblatt, kannst du nicht essen. Das nehme ich gleich als erstes. Also, ich habe eine schöne Erfahrung gefunden, das mal zu machen. Ich bin dir nicht böse. Es hat mich überfordert. Aber es war eine gute Erfahrung. Merci. Mir tut es hure leid, dass ich dir so etwas hure Grosses geben soll und du mir einfach Pasta. Ich wollte es ja schon mal Pasta geben. Ich finde es aber hure geil. Er hat es gemacht und die Nummer klein verbrannt. Es geht, es geht. Ah, voll. Ja. Hunger! Kappert hat es in ihrer Farbe, das Ganze hat etwas pinker. Sollen, dürfen, sein. Und die Deko hat mir jetzt persönlich gar nicht gefallen mit dem Zitronenblatt, wo man ja dann wirklich nicht essen kann. Und die Zitrone, die man so am Rand reingeschoben hat, ist für mich jetzt ein bisschen zu rustikal, brutal gewesen, schon fast. Aber alles in allem, eben geschmacklich war es tiptop gewesen. Darum würde ich Mettu und dem Möni sicher 8 Punkte geben. Schau jetzt, Gusche. Grösster Respekt, dass du all das Zeug in dieser kurzen Zeit hergebracht hast. Darum gebe ich dir 10 Punkte. Hier hast du sie. Wenn ich jetzt hure brutal wäre, würde ich dir 9 geben, weil ich finde, der Hackbrat war doch ein bisschen trocken. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ganz wenig Milch in Herdöpfelstock da. Aber hey, you're part of the family. «Koch mein Menü» ist noch präsentiert worden von der Sabag. Unsere eigene Produktion in Nidau machen wir nach eurer individuellen Traumküche. Und EGB, die Genossenschaft mit Weinkultur, seit über 100 Jahren in Biel.